Heute gibt es eine super schnelle und super einfache Reispfanne mit Nackensteak. Sie erinnert vielleicht ein bisschen an serbischen Reis, welches mal in Schulzeiten gab. Insgesamt ist es aber richtig schnell gemacht und super lecker. Für diese Reispfanne benötigt ihr Nackensteak, alternativ würde natürlich auch Hähnchenbrust oder auch Rindfleisch gehen. Dann braucht ihr noch Basmati-Reis, eingelegte gegrillte Paprika aus dem Glas, Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Tomaten, Brühe, Petersilie und Pfeffer und Salz. Auf meiner Seite www.senfdazu.net habe ich euch das Rezept und die genauen Mengenangaben natürlich wieder aufgeschrieben und den Link habe ich euch auch in der Beschreibung, hier im Video im Infozeichen und auch am Ende des Videos verlinkt. Also schaut das Video einfach bis zum Ende und besucht mich doch mal auf meiner Seite. Die Zubereitung ist auch super einfach. Versprochen! Die Nackensteaks werden von beiden Seiten gut gesalzen und kommen dann in eine tiefe beschichtete Pfanne. Dort werden sie von beiden Seiten richtig scharf angebraten. Während das Fleisch brät, solltet ihr eigentlich die Zeit haben, mal schnell die Zwiebeln in Spalten zu schneiden, den Knoblauch zu hacken und die gegrillten Paprika aus dem Glas zu holen, um sie grob zu zerteilen. Nachdem die Nackensteaks fertig gebraten sind, kommen die Steaks zum Warmhalten in Alufolie und die Zwiebeln, der Knoblauch und die Paprika direkt in die Pfanne. Gebt gegebenenfalls noch einen Schuss Öl hinzu, ansonsten könnt ihr auch direkt den Reis hinterhergeben, um ihm auch etwas Farbe annehmen zu lassen. Kurze Zeit später gebt ihr dann noch das Tomatenmark hinzu, das ihr ebenfalls kurz mitbraten lasst. Und dann braucht ihr nur noch Kreuzkümmel und Paprika hinzugeben, alles mit Brühe aufgießen und so lange mit geschlossenem Deckel kochen, bis der Reis so gut wie gar ist. Der Reis sollte auch vor der auf der Verpackung stehenden empfohlenen Garzeit fertig sein. Während der Reis gart, könnt ihr auch kurz eben die Petersilie hacken und die Tomaten in beliebige Stücke schneiden. Sobald der Reis dann fertig ist, gießt ihr vielleicht noch einen Schluck Wasser nach, damit die Reispfanne eine schönere Konsistenz erhält. Schmeckt alles nochmal kräftig mit Pfeffer, Salz und gegebenenfalls Paprikapulver und Kreuzkümmel ab und gebt auch schon mal die Petersilie und die Tomaten hinzu, damit sie auch schon mal etwas warm werden können. Dann braucht ihr die Nackensteaks nur noch aus der Alufolie nehmen und den Streifen schneiden. Sofern ihr Fleischsaft in der Alufolie habt, gebt ihr diesen nun zusammen mit den Nackensteakstreifen in die Reispfanne. Dann braucht ihr alles nur nochmal ganz kurz umrühren, vielleicht lasst ihr das Fleisch auch nochmal etwas Wärme annehmen und dann heißt es auch schon anrichten und genießen. Wie versprochen, super schnell und super einfach gemacht und trotzdem schön intensiv und lecker. Das Tolle an diesem Gericht ist einfach, dass wir wieder mit wenigen Zutaten versuchen, viel zu erreichen und da geben uns das Nackensteak und auch das Anbraten der Zwiebeln und der eingelegten und gegrillten Paprika eine ganz tolle Möglichkeit, das mal ganz schnell zu erreichen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann seid doch in jedem Fall auch das nächste Mal wieder mit dabei. Abonniert dafür super gerne meinen Kanal, denn so findet ihr mich auch leichter wieder. Ansonsten folgt mir auch gerne in den anderen sozialen Netzwerken, denn da bekommt ihr auch von meinen neuen Beiträgen mit. Und wenn euch das Video wirklich gefallen hat, dann zeigt es auch gerne euren Freunden und Bekannten und ladet sie ein, mich auch zu abonnieren, denn das würde mich genauso freuen wie auch ein lieber Kommentar von euch. Ob hier unter dem Video, aber auch in den Kommentaren auf meiner Seite senfdazu.net. Mich interessiert immer sehr, wie meine Rezepte bei euch ankommen, aber auch Anregungen, Ideen, Kritik und Wünsche sind immer gern gesehen. Also, ich freue mich jedenfalls von euch zu hören und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Euer Pascal von senfdazu.net.